liebe Kaffee. Zu Weihnachten gab es einen Kaffee-Vollautomat. Seitdem bin ich noch glücklicher. Also, Happy New Year. Frohes Neues, frohes, gesundes und erfülltes neues Jahr wünsche ich Ihnen und euch von meinem gesamten Team, von meiner gesamten Familie und von mir. Also, willkommen im neuen Jahr 2019. Der eine oder andere hat die Bücher zugemacht letztes Jahr. Ich hatte sie zu, ich habe sie wieder aufgemacht. Dafür fahre ich morgen in den Urlaub. Also wenn alle anderen wieder arbeiten kommen, fahre ich morgen erstmal eine Woche Skilaufen. Warum? Es war großartig. Dünn, illiquide, Riesenmoves, Aktien im Bärmarkt. Yen, vorgestern Nacht, um 3 Uhr nachts, einige meiner Trader und ich noch in der WhatsApp-Gruppe, noch live gehandelt im Futures-Markt. Es war großartig. Übrigens, André, danke für dein Video, fand ich ganz gut. Okay, aber ich hatte Folgendes versprochen, bevor wir ins neue Jahr gehen. Warte, ich guck mal kurz, ob das Video läuft. Genau. Bevor wir ins neue Jahr gehen, hatte ich gesagt, ich würde gerne Psychologie eine Sache mit euch teilen. Eigentlich ist es, sind es mehrere Übungen zusammen, die ich kennengelernt habe über die letzten Jahrzehnte, die ich einfach euch mitgeben möchte. Also ich könnte jetzt stundenlang über den Markt reden, wir könnten Trade- und Investment-Opportunitäten machen. Das ist nicht Sinn dieses Videos. Dieses Video, das hat der eine oder andere, der damit nichts zu tun haben will, kann jetzt ausdrücken, nächstes Mal wieder einschalten. Für alle, die willens sind, bei sich selber mal nachzuschauen, den empfehle ich jetzt, alles andere einzustellen, nicht weiter im Netz zu surfen, sondern wirklich mal 10 Minuten gespannt zuzuhören und versuchen, im Anschluss dann die Übungen selber durchzuführen. Ich hatte heute mit einem sehr, sehr talentierten und sehr, sehr guten Trader ein wichtiges Gespräch. Der Trader hat im Aussie Yen Long gestern auf heute 3 absolut institutionelle, hervorragende, großartige Trades genommen. Und der Trader hat mir danach gesagt oder mit mir geteilt, dass er Schwierigkeiten hat, einen Gewinner-Trade festzuhalten. Woran kann das liegen? Woran kann es liegen, dass jemand Schwierigkeiten hat, an Geld, an Gewinnen festzuhalten? Nicht nur das, sondern die Gewinne auch noch zu erhöhen. Wer es nicht gelesen hat, auf meiner Webseite, auf unserer Webseite, auf dem Blog, bitte mal nachschauen. Institutionelles Skalieren in die Gewinne. Ja? Wenn du wirklich Geld verdienen willst, dann baust du deine Gewinntrades aus. Und es wird teilweise im Retailmarkt genau andersrum beigebracht. Man nimmt Teilgewinne, vor allen Dingen im Futures Trading. Das ist Humbug, man nimmt keine Teilgewinne. Weil wenn ich Teilgewinne nach oben hin nehme, zum Beispiel bei einem Long Trade, und ich erreiche mein Take-Profit-Target, habe aber auf dem Weg dahin Teilgewinne genommen, weil es sich psychologisch super anfühlt, habe ich beim Erreichen meines Ziels die geringste Positionsgröße. Wenn ich aber die volle Position in meinen maximalen Stop reinlaufen lasse, habe ich bei einem Stop-Out die größte Positionsgröße. Mathematisch gesehen macht das am Ende keinen Sinn. Es wird ausgebildet von Non-Professionals, weil es sich super anfühlt für das Gehirn. Und vielleicht ein Satz zu unserem Gehirn. Ich sage das auf den Seminaren sehr, sehr witzig und schauspielere darum. Unser Gehirn ist nicht für das Jahr 2018 gemacht. Okay? Es ist auch nicht für die letzten 50 Jahre gemacht, geschweige denn seit den 90er Jahren, seit wir diesen exponentiellen Anstieg in der Technologie haben. Zwischenmenschliche Beziehungen werden immer schwieriger durch diesen Anstieg der Technologie. Es geht rasant, Informationsflut. Wir sind das Produkt, unser Konsumentenverhalten ist das Produkt. Warum gibt es Facebook umsonst? Warum hat mein neues Auto, warum muss ich mich da einloggen? Weil ich bin nur noch Daten. Ich und alle anderen Big Data sind Daten. Wir sind der Wert. Warum hat Tesla überhaupt einen Wert? Wenn Porsche und Audi jetzt anfangen, Elektroautos zu bauen, Tesla hat nur 10 Jahre Vorsprung, mehr Daten über die Kunden. Das ist das Einzige. Und Fahrverhalten etc. pp. Ansonsten technologisch können die einpacken, wenn die Deutschen anfangen, Elektroautos zu bauen. Also, es ist ein psychologisches Problem. Unser Gehirn ist nicht für das heutige Jahr gemacht, sondern unser Gehirn kommt aus einer Zeit, in der wir permanent vom Überleben bedroht waren. Permanent. Das heißt, unser Verstand arbeitet Tag und Nacht an Problemlösungen. Geben wir ihm keine echten Probleme, kreiert er sie. Und heute
ist es mir wichtig, dass ich dich, und ich gehe jetzt bewusst aufs Du über, weil per Sie funktioniert es nicht so gut. Ich möchte mit deinem Unterbewusstsein sprechen. Unser Verstand ist ungefähr 5% im bewussten Zustand, 95% im Unbewussten. Und ich möchte ein, zwei Modelle mit euch teilen. Mir geht es in dem heutigen Video darum, was denkst du wirklich über Geld? Was denkst du wirklich über Geld? Und ich habe drei Übungen mitgebracht und ein Modell, was ich mit euch zusammen gerne durchgehen möchte. Also, ich gebe euch ein gutes Beispiel. Ich bin ja in den USA aufgewachsen und in Deutschland. Und ich sage das oft in dem Seminar, es gibt ein sehr gutes Beispiel über Kulturunterschiede. Du stehst an der Ampel, deine Frau ist neben dir, deine Kinder sind hinten, du hast ein okay Leben, ja, kannst dich nicht beschweren, alle sind gesund, aber dein Auto ist verbeult, die Karre fällt fast auseinander. Alles halb so schlimm, weil alle sind versorgt, aber so am 15. des Monats hast du leider noch zu viel Monat übrig, weil dein Geld schon alle ist, okay? Einige Familienmitglieder wissen, wovon ich spreche. So, neben dir an der Ampel steht ein, ich kenne mich null mit Autos aus, mir auch Latte. Ich habe keine Ahnung von Fußball und nicht von Autos. So, also steht ein Ferrari, weil mir jetzt nichts Dümmeres einfällt. Cabriolet, super erfolgreicher Typ. So, in Amerika macht der Familienvater, kurbelt sein Fenster runter und sagt, hey, great car, how did you get it? Super Auto, wie hast du das bekommen? Und der Ferrari-Fahrer sagt, dude, I'm a Forex Trader, you can do it too. Was, was, what's a Forex Trader? A Forex, dude, here, here's my card, give me a call, I'll show you how to do it. Also, ich bin Währungshändler, was, wie geht das, keine Ahnung, ja, zeige ich dir alles. In Amerika ist erstmal dieses, wow, er oder sie hat es geschafft, was immer das bedeutet, es geschafft, ne? Weil eine gesunde Familie zu gründen ist schon mal eine großartige Leistung. Wir reden jetzt aber über das Thema Geld in dem heutigen Video. Und in Amerika ist es so, es wird ja einfach nur von jemandem Erfolgreichen gezeigt, hey, ich habe es geschafft, so und so habe ich es gemacht, kannst du auch. Das ist ein grundsätzlicher Unterschied in der Mentalität und in der Kultur. Ihr könnt jetzt über die Amis sagen und denken, was ihr wollt, verändert sich auch weiterhin. So war es zu den Jahren, als ich dort lebte. Jeder kann alles erreichen. Das ist zumindest deren allgemein Denke. Du hast 37 Jobs auf deinem Lebenslauf, interessiert niemanden dort. Go for it. Ist völlig fein. In Deutschland, wie, du hast drei Arbeitgeber, mit dir stimmt was nicht. Völlig konfus, okay? Heutzutage ein, zwei Arbeitgeber zu haben, ist illusorisch. Ja, für alle Eltern, die das heute schauen, schnallt euch schon mal an. Eure Kinder werden nicht einen Arbeitgeber auf dem Lebenslauf haben. Doesn't work. Okay. In Deutschland selbe Szene. Also die Uschi nebenan, die plärrenden Kinder hinten drin, er schon voll genervt und negativ. Neben ihm kommt dieser Ferrari-Fahrer, hält an, es ist Sommer. Er kurbelt das Fenster hoch und sagt zu Uschi, Uschi, guck da nicht hin. Das ist 100% ein Zuhälter oder ein Betrüger. Da muss ein Ganoves. Guck da nicht hin. Kinder, guck da vorne. Ah, sehr interessant. Sehr negative Einstellung. Der Erfolgreiche muss es wohl mit krummen Geschäften zu Geld gemacht haben, weil man kann mit normaler, harter Arbeit kein Geld verdienen. Ah, jetzt sind wir beim Thema Glaubenssätzen. Also, ich habe versucht, mit diesem sehr extremen Beispiel die Unterschiede der Kulturen zu beschreiben, die ich selber festgestellt habe. Jetzt sind wir schon beim Thema Glaubenssätze. Glaubenssätze, wo können die herkommen? Also erstmal, wenn wir jung sind, das fängt schon im Bauch bei der Mama an, alles, was wir da mitbekommen, dann als Baby, dann als Kleinkind, dann als Jugendlicher, während der sogenannten formativen Jahre, bildet jedes Kind in jeglichen Familiensystemen und Dynamiken ihre und seine eigenen Überlebensstrategien. Ja? Wir müssen das machen, damit wir, weil wir nicht alleine überlebensfähig sind und in Abhängigkeiten leben, bis wir 16, 17, 18 Jahre sind, aus dem Haus können, ja, müssen wir uns permanent anpassen. Das heißt, bei mir zum Beispiel Perfektionismus. Das kommt aus einer Überlebensstrategie heraus, wo der Mensch unter Umständen denkt, er sei nicht gut genug. Also muss er, um eine Daseinsberechtigung zu haben, besonders perfekt sein, besonders gut sein. Ich war so bei jedem Militärlehrgang der Beste. Ich war in der Uni summa cum laude. Egal was ich gemacht habe, Sport, egal was, ich war immer der Beste. Immer. Entweder Nummer 1 oder gar nicht. So. Das kommt aus einer Identität heraus, dass etwas in mir als Kind den Glauben hatte, oh, ich bin nicht gewollt oder nicht gewünscht. Ja, sehr spannend, sehr interessant. Denn jeder Glaubenssatz beeinträchtigt oder erfüllt uns auch noch in unserem Handeln und Verhalten als erwachsener Mensch.
viele dieser Glaubenssätze sind überhaupt nicht hinterfragt von uns im Erwachsenenalter. Wo kommen sie her? Sie kommen entweder von Bezugspersonen. Geld ist schlecht, Geld ist negativ. Also die Kirche zum Beispiel, wenn du jetzt sehr gläubig bist, kann dir in den formativen Jahren auch über dein Familiensystem negativen Bezug zu Geld implementieren, wollte ich schon sagen, also mitgeben. Ja? Oder aus dem Familiensystem. Bei uns im Familiensystem war eine Bezugsperson, lebt bis heute noch in der Identität des Mangels. Habe ich null. Habe ich nicht, null. Das Hotel, wo ich jetzt morgen hinfahre, kostet Tausende. Für eine Woche Tausende. I love it. Ich liebe alles, was mit Geld zu tun hat. Ich liebe es, weil, wichtiger Satz, Geld ist nur Energie. Und ich habe sau viel Energie. Deswegen habe ich auch sau viel Geld. Und es ist auch völlig okay, sau viel Geld zu haben. Und es ist auch völlig in Ordnung, sich mit super schönen, hochqualitativ tollen Sachen zu umgeben. Absolut fein. Es gibt da keinerlei negativen Bezug zu, außer wenn du als Zuschauer jetzt schon irgendwas in dir als Widerstand spürst. Erster Hinweis, Zettel, Stift, der Jay, der Drecksack, der redet positiv über Geld. Was macht das mit dir? Da hast du schon den ersten Widerstand unter Umständen. Oder den Trader, den ich heute gesprochen habe. Ich kann an Gewinnertrades nicht lange festhalten. Wurde ich gefragt, kennst du den Satz, lieber einen Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach? Boah, fuck the Spatz, natürlich will ich die Taube auf dem Dach, nicht nur das, ich will den Adler im Adlerhorst. Ich lebe in diesem Körper nur einmal. You better believe, dass ich all the way gehe. All the way. All the way. Und zwar in allen Lebensbereichen, wie ich das will. Ah, nächster Punkt. Lebst du eigentlich deine Identität und hast du die für dich hinterfragt, deine Glaubenssätze? Oder lebst du dein Leben für jemand anderen? Vielleicht für deinen Vater, deine Mutter, deinen Großvater, deine Geschwister. Für wen übernimmst du die Verantwortung? Oder übernimmst du sie für dich selber? Wem willst du imponieren und was bringt dir das? Sehr, sehr wichtige, spannende, interessante Fragen. Ich habe einen anderen Trader gehabt, Coaching Call, sehr negativer Selbstwert, völlig unberechtigt. Ist aber nicht schlimm, ich sage das nicht wertend, beschreibend. Sehr negativer Selbstwert, völlig unbegründet. Ja, du hast dies, du hast das, der hat dies, der hat sie. Who gives a shit, was jemand anders hat oder nicht hat oder erreicht hat? Was hast du denn erreicht? Wofür stehst du denn? Wofür stehst du und wofür gehst du gut? Los. Und jetzt halten wir nochmal fest. Unsere Glaubenssätze kommen durch Familie, durch Bezugspersonen, vielleicht ein Trainer, ein Jugendtrainer, vielleicht wie einer meiner Trader sein Onkel sehr wohlhabend, seine Eltern sehr gespaltenes Verhältnis zu Geld, auch eine Identität des Mangels. Es gibt keinen Mangel. Es gibt genug Luft für 8 Milliarden Menschen, sogar noch mehr. Ja? Ein Samenerguss hat Millionen von Samen, braucht aber nur ein Samen, ein Ei zu hitten und dann gibt es ein Baby, das größte Wunder der Welt. Versuch mal, die Kristalle in einer Schneeflocke zu zählen. Kannst du nicht. Versuche in einem Sommer, dich unter einen Baum zu legen und jedes Blatt zu zählen. Geht nicht. Also, was will ich damit sagen, philosophisch wie ich bin? Es gibt keinen Mangel in der Natur. Mangel ist nur hier in der Hirse. Es gibt keinen Mangel. Es ist genug Geld da, es ist genug Luft da, es ist genug Wasser da, es ist von allem genug da. Okay? Wenn du also Mangel lebst, frage ich dich, warum? Was bringt es dir? Und jetzt komme ich zur ersten Übung und dann komme ich zu einem Modell. In der ersten Übung bitte ich dich, Folgendes zu machen. Du legst in deine Tasche und nimmst dir einen Schein. Egal was für ein Schein. Wurscht. Nimm dir einen Geldschein. Und jetzt nutzen wir unsere Sinne. Und da übrigens danke an Dr. Franz, der bei uns diese Themen bearbeitet mit unseren Tradern. Ich erlaube mir jetzt, Franz, deine Übung, die du im Seminar gemacht hast, hier mit einzubauen. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, das ist okay. Höre den Schein. Schau ihn dir genau an. Schau ihn dir vorne an. Nimm ihn, nimm. Wieso machst du die Übung nicht mit? Wieso nicht? Also, es gibt keinen Grund, sie nicht zu machen. Okay? Also, schau ihn dir von hinten an. Riech ihn. Jetzt spür ihn doch mal genau. Hör ihn, riech ihn. Ich wollte schon sagen, schmeck ihn, kannst du auch machen, ja, spüren genau. Und jetzt bitte mach Folgendes, nimm diesen Schein und leg ihn auf dein Herz. Ich liebe Geld, ich liebe Geld. So, krass, gell? Ich kriege Glücksgefühl, ich hatte das schon im Seminar. Neben mir sitzt einer meiner Trader, der Franz hat mit uns die Übung gemacht, und sagt, als wir dann die Wortmeldung abgenommen haben, ich hatte keinerlei Gefühle. Wow!
Du sitzt also bei Jay Madrow, willst also langfristig erfolgreich aus Geld mehr Geld machen, das willst du lernen und du hast keine Gefühle über Geld. Dude, you're in the wrong seminar. Du willst natürlich diese Materie lieben. Und es ist jetzt auch keine philosophische Diskussion, ob das wertlos ist oder nicht. Das machen wir im anderen Video. Hier geht es wirklich darum, was denkst du eigentlich wirklich über Geld? Okay? Und wenn du jetzt negative Gefühle hast oder negative Assoziationen, dann schreib die bitte auf. Weil solltest du jemals zu uns kommen und wir dir gemeinsam diesen Beruf beibringen, dann wird deine Decke, was du verdienen kannst, hier dran liegen. Nicht an dem Fachwissen, was wir dir vermitteln, nicht an der Umsetzung, ob du das kannst. Wenn ich das kann, kann das fast jeder, okay? Sondern es liegt am Ende dann an einem negativ behafteten, nicht hinterfragten Glaubenssatz. Also, erste Übung, was spürst du? Was kommt bei dir hoch, wenn du diese Übung machst über Geld? Und schreib dir das bitte auf, okay? Jetzt komme ich zu einem Modell, das kommt von der kontextuellen Coaching-Akademie und auch das erlaube ich mir kurz anzureißen und möchte mich hier von Herzen bei meinem Freund und Coach Michael Lohre bedanken, dass er mich im Jahre 2017 zu dieser Akademie eingeladen hat und ich habe mittlerweile 2 Trainings gemacht, er hat zig Trainings gemacht, er wird dort Ausbilder oder ist schon Ausbilder. Ich habe noch einen langen Weg vor mir, das wird die nächsten 3-4 Jahre füllen. Ich bin begeistert von dieser Philosophie. Das Modell des kontextuellen Coachings basiert auf einem Dreieck. Und zwar Opfer, Täter und Urheber. Und wir können das auf verschiedene Lebensbereiche anwenden. Ich war nicht auf dem Geldtraining, weil ich keinen negativen Kontext über Geld habe. Ich habe immer, immer mehr als genug Geld und es kommt immer Geld rein. Ich habe also kein Problem damit. Ich hatte aber ein Problem bei Beziehung. Also kann ich zum Beispiel jetzt den Kontext Beziehung für euch ummodeln auf Geld. Also, okay, ich habe ein super Beispiel. Bei uns in der Familie gibt es jemanden, der einen negativen Kontext zu Geld hat. Große Familie und so gibt es ja alles Mögliche. Durchschnitt der Gesellschaft. So, die Person hat einen negativen Kontext zu Geld. Hat auch keinerlei Gefühle gezeigt, als wir diese Geldscheinübung gemacht haben. Diese Person fragt aber eine andere Person nach einer beträchtlichen Summe Geld, beträchtlicher Summe Geld, überdurchschnittlich hoch, mit einer Anspruchshaltung. Du hast viel, du musst mir was abgeben. Ah, wo könnten wir jetzt sein? Könnte sich diese Person in der Identität des Opfers befinden, des Täters oder des Urhebers? Was glaubt ihr? Wo ist diese Person? Wer jetzt Opfer gesagt hat, dann sage ich Bingo. Weil die Opferrolle, die wir sehr häufig in Deutschland sehen, ja, wir haben ja 1/3 der Bevölkerung, die Linken und die Grünen gewählt haben, die eine Umverteilung von Reich nach Arm wollen. Und nochmal, ich bin nicht politisch, mich interessiert das nicht. Ich beschreibe nur, eine Umverteilung bedeutet, oder Berlin, 2/3 der Bevölkerung in Berlin, las ich, sind Nettoempfänger der Sozialkassen. Ja? Wenn das unsere Hauptstadt ist, dann wissen wir, in welche Richtung das Land sich entwickelt. Was ist also mit den Leistungsträgern? Was ist mit den Steuerzahlern? Übrigens global. Ja? Wenn ein Pendel zu weit von rechts, und ich schließe in keinster Art und Weise aus, dass es normal ist, dass ein Pendel zu weit nach rechts geht, wie zum Beispiel in Amerika, da sind die Reichen sehr, sehr reich geworden in den letzten 10 Jahren, die Armen immer ärmer und die Mittelklasse immer weiter auseinander. Logisch, dass es dann nach links schwenkt. Ja? Interessant nur, dass das in Deutschland anscheinend auch in diese Richtung geht. Bitte nochmal, wir sind beim Thema Geld. Ich möchte gar nicht politisch werden. Bitte fühlt euch nicht angegriffen. Ich will keinen angreifen. Ich will sagen, die Opferrolle ist super bequem. Weil in der Opferrolle hast du einen Anspruch auf Ausgleich. Dir geht's gut, du musst mir was geben. Aber, und jetzt bitte zuhören, ich muss die Bedingungen nicht erfüllen. Das ist übrigens auch ganz spannend. In der CCA gibt es für jedes Training vorher Bedingungen. Da wird abgefragt im Publikum, ob jeder willens ist, diese Bedingungen zu geben. Das Geheimnis zum Beispiel für erfüllte Partnerschaft, was du übrigens mit deiner Frau leben kannst, ist, auf zuhören jetzt, ist, du als Mann bist willens, all ihre Bedingungen an dich zu erfüllen
Und sie wiederum ist willens, all ihre Bedingungen, die du an sie stellst, ebenfalls zu erfüllen. Kaum passiert das, erfüllte Partnerschaft. Gib dir ein anderes Beispiel, weil das Wort Bedingungen ist oft negativ konnotiert in Deutschland. Unnötigerweise. Ja? Wir haben zum Beispiel eine Bedingung, um in den USA summa cum laude abzuschließen an der Uni. Die Bedingung ist, dass du jeden Kurs, die ganzen 4 Jahre lang, immer mit dem höchsten Notendurchschnitt, perfekter Notendurchschnitt, perfekter Notenspiegel abschließt. Dann kriegst du summa cum laude. Oder, ich war ja 8 Jahre Soldat, die Bedingung, um ein Springerabzeichen zu machen, ist, dass du so und so viele Sprünge machst, um das, die goldene Schützenschnur zu bekommen, dass du die 3 Waffensysteme mindestens Gold schießt, um das Leistungsabzeichen zu bekommen, dass du die und die und die und die und die und die Bedingungen erfüllst. Also im Leben ist das relativ simpel. Wenn du zum Beispiel zu mir oder Thorsten in die Ausbildung kommst und du möchtest langfristig erfolgreich diesen Beruf erlernen und dann erfolgreich traden und investieren, dann ist die Bedingung, dass du kommst, dass du aufmerksam bist, dass du dir den Arsch abarbeitest, dass du alle Übungen machst, ja? Weil nur Order Flow Trading reicht nicht, nur fundamentale Analyse reicht nicht, nur Volume Spread Analysis reicht nicht, nur Wirtschaftszyklus reicht nicht. Es ist holistisch und eben ein Punkt ist Psychologie. Bringt dir alles nichts, wenn hier oben der hier sagt, Geld ist schlecht. Dann kannst du es alles in die Rundablage legen, du wirst nicht weiterkommen. Also, die Bedingung ist, du musst dann die Ausbildung durchlaufen, musst hart arbeiten und je härter du am Anfang arbeitest, je leichter wird es mit den Jahren. Ich quatsche seit 2 Jahren im Internet. Wenn du jetzt fleißig bist, kannst du zurückgehen und kannst dir die Prognosen anhören, die ich gestellt habe. Dieser Bärmarkt war sowas von angesagt und es ist auch weiterhin. Es ist völlig klar, was als nächstes passiert. Okay? Wir haben die Cash-Kurve, die jetzt die Zinskurve, die invers geht und danach kommt ein ganz, ganz krasser Bull-Steepener und dann gehen die Aktien in den Arsch. So, ganz simpel. Was wir jetzt haben, ist nur ein De-Risking. Das ist noch gar nicht die richtige Panik. Warum? Weil wir noch gar keine Rezession haben. Okay, jetzt quatsche ich wieder über den Markt, passiert mir ständig. Zurück zu, wie denkst du wirklich über Geld? Also, Opfer-Täter-Urheber-Modell. Um aus der Opferrolle, du schuldest mir was, dir geht's gut, du musst mir was geben, super bequem, Anspruch auf Ausgleich, aber ich muss keine Bedingungen erfüllen, heißt ja, pff, fuck them, soll der Jay doch arbeiten, ich will einfach links und diese ganzen Kackmillionäre müssen noch mehr Steuern zahlen und dann geht das in meine Tasche. Super, ja, kannst du machen, wird aber dazu führen, dass die Leistungsträger alle irgendwann gehen, irgendwann alle und dann kannst du halt selber sehen, wie du hier zurechtkommst. Täter ist, wo bist du denn Täter? In unserem Fall, was wir in diesem Familiensystem hatten, ist, das ist passiv-aggressiv. Passiv-aggressiv ist, du bewegst deinen Arsch nicht, du willst keine Bedingungen erfüllen und verlangst dann aber aufgrund von Familienbande, du musst mich versorgen, ja, gar nichts musst du. Du musst gar nichts. Das geht übrigens im Universum 4-spurig am Arsch vorbei, ob du Bedingungen erfüllst oder nicht. Weil wenn ich Bedingungen erfülle, bekomme ich meine Ergebnisse, die ich will. Erfülle ich die Bedingungen für jeweiliges Ergebnis nicht, kriege ich das Ergebnis nicht. Das ist total simpel, emotionslos, brauchen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Es ist komplett simpel. Es gibt Bedingungen, wenn ich die erfülle, kriege ich das Ergebnis. Ende. Ende. Das ist so simpel. Ich weiß nicht, warum so viele bei uns in der Bevölkerung, in der Menschheit, damit ein Problem haben. Es ist völlig logisch. So. Wo bist du also Täter? Als Täter, wenn du dann Täter geworden bist und du realisierst, stimmt, ich bewege meinen Arsch null, ich will, dass die technische Analyse funktioniert, weil dann kann ich einfach einen Knopf drücken, das ist total simpel und Schulter, Kopf, Schulter soll immer funktionieren und Kacke, es funktioniert nicht immer. Nein, es funktioniert nicht immer. Es ist nämlich harte Arbeit, das zu erlernen. Wenn du es dann kannst, ist es super einfach. Sag ich, nach 23 Jahren. War auch nicht super einfach, da hinzukommen, hat auch sehr viel Geld gekostet. Zeit, Mühe, Schweiß, Blut, Pipapo, egal, jetzt bin ich da und ich verkürze für manche Menschen ihren Weg auf unter ein Jahr, um da hinzukommen. Täterstandpunkt. Und dann kannst du Opfertäter über den Täterstandpunkt in den Urheberstandpunkt kommen. Der Urheberstandpunkt ist ganz klar und ich hoffe, dass du das jetzt mit diesen Übungen, die wir gleich machen, tust. Du kommst ins Tun. Du machst für dich Klarheit, welche Bedingungen gilt es zu erfüllen, um dieses Ergebnis zu bekommen.
Wenn du dann deine Liste hast und du wirklich willens bist, die Bedingungen zu erfüllen, dann machst du dich auf den Weg, du gehst dafür, du gehst los und dann erfüllst du die Bedingungen und dann kriegst du das Ergebnis. Guaranteed. Garantiert. Garantiert. Es gibt keinen anderen Weg. Es führt zum Erfolg. Punkt. Also, vielleicht hast du schon ein paar Erkenntnisse aus der Geldscheinübung für dich gewonnen, wie du tatsächlich über Geld denkst oder fühlst. Und dann bitte ich dich, versuche mal, wenn du die Augen schließt, für dich festzumachen, wer da eigentlich spricht, wenn du irgendeinen Satz hörst. Ist das vielleicht dein Opa oder ist das vielleicht deine Mutter oder ist das dein Vater? Wer spricht da eigentlich? Spricht sicherlich nicht du. Und wenn diese Person arm wie eine fucking Kirchenmaus ist, ja, und du übernimmst diesen Glaubenssatz für dich und strugglest selber mit Geld, also du hast selber Probleme, würdest du jetzt zu dieser Person, deren Stimme du hörst, würdest du zu der Person gehen, um dir dort finanziellen Rat zu holen? Das ist nämlich ganz interessant. Oft ist die Antwort nämlich ein glasklares Nein, würde ich nicht, Jay. Richtig. Also warum schleppst du dann deren Glaubenssatz, der dir in der Kindheit oder in der Jugend mitgegeben wurde, ungefragt als Erwachsener noch weiter mit durchs Leben? Ablegen, abhaken. Und übrigens ein Erkenntnisgewinn, also dass du dir klar über etwas wirst, ist schon 70-80% der Arbeit. Ab da kann dein Verstand nicht mehr zurück. Es gibt keine Rückschritte in diesem Prozess. Ja? Du kannst noch ein paar Mal negativ über Geld denken, aber es wird immer und immer weniger. Weil die Frage ist, Achtung, aufschreiben, was bringt es dir? Und das ist nicht böse gemeint, sondern hör mal die Worte der Frage bitte. Was bringt es dir? Was bringt es dir? Und jetzt kommen wir zur nächsten Übung. Ich habe jetzt kein zweites Handy, aber ihr habt alle so ein Sprachaufnahmeding an euren iPhones. Ja? Und die Übung 2 ist, dass du dir selber mit deiner Stimme 5 oder 10 Minuten lang in unregelmäßigen Abständen bitte ich dich, dir Folgendes selber als Sprachmemo, am besten 10 Minuten aufzusprechen. Unregelmäßige Abstände. Ja? Und zwar, Jay, was bringt es dir, dich dem Reichtum zu verweigern? Pause. Und dann sagst du, Jay, was bringt es dir, dich dem Reichtum zu verweigern? Wieder ein bisschen Pause. Jay, was bringt es dir, dich dem Reichtum zu verweigern? Pause. Jay, was bringt es dir, dich dem Reichtum zu verweigern? Also, du machst das minutenlang in unregelmäßigen Abständen und dann spielst du es dir selber vor, natürlich in einer ruhigen Ecke, am besten mit Kopfhörern, am besten wirklich, wenn mal du ungestört bist, und dann nimmst du dir ein Blatt und einen Stift und alles, was hochkommt, schreibst du dir auf. Nämlich, was, lieber Viewer, bringt es dir denn, dich dem Reichtum zu verweigern? Glaube mir, die Welt ist reich. Ja? Und Einstein sagte, das Universum ist gut. Und ich will gar nicht esoterisch kommen. Ich sage dir, wenn ein kleiner Junge aus Köln, ja, es schafft, 777-stellig zu werden, dann schaffst du es auch. Es gibt keinen Grund, außer dem, den du dir selber in die Hirse reinzimmerst. Es gibt keinen. Es gibt keinen. Jeden Tag werden Leute finanziell unabhängig. Jeden Tag. Warum du nicht? Also, hier ist etwas für dich verborgen. Warum kannst du deine Gewinner-Trades nicht festhalten? Warum kannst du die Gewinner-Trades nicht erhöhen? Warum handelst du von montags bis donnerstags Weltklasse und sprengst dein Konto am Freitag? Warum hast du bis ins Jahresende plus 40% und verballerst dann 20% im Dezember? Es ist immer dasselbe Prinzip, dasselbe Verhalten, dasselbe Endergebnis, nämlich nicht das, was du sagst, dass du willst, sondern das, was du bekommst. Also frag dich nicht, was du dir erträumst oder wollen willst, sondern schau dir dein jetziges Ergebnis an. Und es ist höchstwahrscheinlich, dass du das jedes Jahr dir selber zusammenzimmerst. It's time to stop. Okay? Die Zeit, sich zu verändern, ist 2019, ist jetzt. Jetzt hörst du auf mit dem Unsinn und du identifizierst für dich durch diese Übung, was es dir bringt, dich dem Reichtum zu verweigern. Ich sage extra dieses Wort, du verweigerst dich.
Es gibt genug Luft, es gibt genug Spermien, es gibt genug, alles ist perfekt in der Natur. Im Winter wird der See friert zu, damit die Fische isoliert sind. Es ist alles perfekt. Geld ist nur Energie. Warum hast du in dem Bereich so wenig Energie? Warum? Und noch was, warum glaubst du, dass binäre Optionen oder irgendwie technische Analyse oder irgendein verkackter Shortcut, irgendeine Abkürzung, ein Lottosystem, ein Roulette-System, es gibt keine Abkürzungen. Es gibt unendlich viele Wege, Reichtum zu kreieren. Such dir einen aus, nimm die Bedingungen auf, bring sie in Erfahrung und dann fang an, die eine nach der anderen zu erfüllen. Und dann wirst du das neue Ergebnis, was du wirklich willst, erreichen. Ich habe über 12 Kilo abgenommen in nur 4 Monaten. Ich habe mir ganz klar gesagt, Sascha, was muss ich machen? Ihr kennt alle Sascha, der hat gesagt, bam, bam, bam. Ich habe es gemacht. Es gibt überhaupt keine Diskussion. Mir geht es großartig. Trinke nicht mehr, ich trinke keinen Tropfen, ist alles weg, rauchen tue ich eh nicht. Gut, auf dem letzten Seminar habe ich ein bisschen mitgeraucht, keine Ahnung warum. Selbstsabotage. Darf ja auch mal sein. Bewusst. Bewusste Selbstsabotage. Klar, willst du dein Konto sprengen, sprengst. Du kannst machen, was du willst, dein Leben. Du musst doch nicht immer perfekt sein. Wie sagt meine Frau mal zu mir, wir sind auch keine Roboter. Ja? Wir sind Menschen. So. Der zweite Teil der Übung ist, was bringt es dir, dich dem Reichtum hinzugeben? Das ist der zweite Teil der Übung. Das heißt, du nimmst wieder dein iPhone, alle paar Minuten, alle paar Sekunden, ja, 5 bis 10 Minuten, am liebsten 10, sagst du dir selber folgenden Satz. Jane, was bringt es dir, dich dem Reichtum hinzugeben? Jane, was bringt es dir, dich dem Reichtum hinzugeben? Jane, was bringt es dir, dich dem Reichtum hinzugeben? Okay. You get the point. 5 oder 10 Minuten, dann wieder in eine Ecke setzen, abspielen, schreiben, schreiben, schreiben. Und bitte, bitte beobachte jetzt Folgendes. Bei der ersten Übung wirst du dich wahrscheinlich biochemisch kacke fühlen. Ja? Es ist einfach so negativ, so depressing. Mangel ist einfach ein niedrig energetischer Zustand. Menschen, die im Mangel leben, sind negativ und ziehen dadurch mehr Negativität an. Menschen, die im Reichtum leben, sind positiv. Das liegt aber nicht, das ist das Verrückte, beides ist nur ein Endergebnis von der Innenwelt. Es ist nur ein Endergebnis. Diese Firma, J. Metro Forex Trading Seminare, hat ein Abfallprodukt und das bedeutet Geld. Kommt immer mehr rein. Ja? Durch Trading kommt sowieso genug rein. Durch über 20 Jahre mir den Arsch aufreißen bei Banken ist so viel da. Es ist wurscht. Das Abfallprodukt kommt einfach, wenn du das tust, was du liebst. Gutes Beispiel, Robert, ich sage mal Betz, heißt aber Betz, glaube ich. Ne? Kölsche oder rheinische Frohnatur war, wenn ich auf seiner Webseite das richtig gelesen habe, ein erfolgreicher Marketingmensch. So, war bei einer der großen Werbeagenturen überhaupt und hatte eine Midlife-Crisis, hatte keinen Bock mehr. Geht dann hin. Ich glaube, er war über 40 oder 50 und hat ein komplettes Psychologiestudium abgerissen. Dauert geschmeidige 10 Jahre, das komplett zu machen. Ja? Hat dann eine Praxis aufgemacht, hat das kombiniert und lebt diese Passion. Ihr könnt mal Robert Betz, B-E-T-Z, im Netz eingeben. Der hat einen Verlag, der hat eine Ausbildungsfirma, der hat Seminargeschäft. Also es ist Wahnsinn, wie groß er ist, dieser Mensch. Bringt so viel Mehrwert in die Welt. Ist bestimmt nicht für jeden, ist auch völlig wurscht, darum geht es gar nicht. Es geht darum, ein Beispiel. Jemand, wo man in Deutschland sagen würde, du kannst doch nicht mit über 40 nochmal studieren und was ganz anderes. Am Arsch, natürlich kannst du. Wer sagt denn, dass du das nicht kannst? Wer sagt denn, dass du mit 70 nicht noch den neuen Apple erfindest? Niemand. Das sagt dir irgendwer, hat dir diese Hirse versaut da oben. Und das muss irgendwann mal aufhören. Das muss einfach aufhören. Es gibt kein Limit. Das Limit ist, was du dir selber in die Hirse schnallst. Ich habe letztens in der Ausbildung gezeigt, 5 Ticks, 5 Kontrakte pro Tag. Ein Trade reicht, dass du Multimillionär bist. Es reicht. Es reicht. Es reicht definitiv, um mega gut davon zu leben. Ein Trade pro Tag. Also es gibt unendlich viele Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Darum geht es doch gar nicht, ob du Immobilien machen willst oder ob du... Mach, was du liebst. Wenn du das machst, wo du richtig Freude dran hast, follow the joy, dann kommt der Rest. Ich liebe halt den Quatsch.
Ich finde es halt großartig, ob die Zentralbank die Wirtschaft abwirkt, wie die Aktienmärkte reagieren. Ich liebe das darüber, Kasperle-Theater-Seminare abzuhören. Es ist großartig, es geht um Milliarden und wir haben diese Milliarden geschoben bei der Bank. Und letztens wurde ich gefragt, ja, aber was machst du denn, wenn der Markt gegen dich läuft? Dann habe ich nachgekauft. Weil bei der Bank hast du geschweige 20 Millionen Kreditlimite pro Namen. Da kannst du einiges nachkaufen. Das kannst du natürlich als direktional ausgerichteter Trader von zu Hause aus nicht, was auch der Grund ist, warum der fortgeschrittene Kurs 2019 gebaut wird, Relative Value Trading. Wir handeln dann als Retail Trader wie eine Bank. Ja? Kurven gegen Underlying. Egal, ich komme schon wieder vom Thema. Die zweite Übung, erster Teil war, was bringt es dir, dich dem Reichtum zu verweigern? Bitte aufschreiben. Der zweite Teil ist, was bringt es dir, dich dem Reichtum hinzugeben? Schau dir diese Listen an, lass das auch ruhig mal eine Nacht liegen, schau dir das danach nochmal an und dann nochmal und dann schau, ob du Erkenntnisgewinne daraus ziehst. Es ist hochgradig wahrscheinlich, dass du einen Kontext, also es ist garantiert, dass du einen Kontext über Geld hast. Ja? Du hast wahrscheinlich auch einen Kontext über, wie das Leben heutzutage ist. Ja? Ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit. Das ist eine Wahl, keine Zeit zu haben. Das ist deine Wahl, du kannst immer frei wählen. Natürlich kannst du für das, was dir wichtig ist, die Zeit machen. Weil nichts, aber auch wirklich gar nichts, ist so wichtig, dass du zum Beispiel deine Gesundheit schädigst. Gut, das machen viele von uns freiwillig durch ungesundes Leben, Essen, Rauchen, Drogen, Pipapo oder 16 Stunden arbeiten, so wie ich. Wir sind fast alle in der westlichen Welt irgendwelchen Süchten verkommen. Und eine Sucht kannst du quasi nicht stoppen, du kannst sie nur ersetzen. Ja? Trotzdem versucht ihr bitte mal über dieses Video Gedanken zu machen, welchen Bezug hast du zu Geld? Was denkst du wirklich über Geld? Ja? Und schau, ob du einen Erkenntnisgewinn hast und ob du dann nicht willens bist, diese Glaubenssätze abzulegen bzw. durch positive zu ersetzen. Und ich meine damit nicht irgendwas Unrealistisches, ich bin morgen nein, das überhaupt nicht. Aber für viele von euch hilft es schon, 4.000 Euro netto im Monat zusätzlich zu haben. Easy, easy, easy. Ist einfach easy, durchs Trading zu erreichen. Easy. Dann kriege ich immer wieder die Frage gestellt, wie viel Geld brauche ich denn noch? Null! Du brauchst gar kein Geld. Zero. Es gibt Firmen über Firmen über Firmen über Firmen über Firmen, die dir Kapital geben, du behältst 80% der Gewinne. Ich sag dir, was es nicht gibt. Gute, solide, langfristig profitable Trader und Investoren. Gibt es nicht. Und ich lache mich tot, wenn ich jetzt die Jahresberichte lese von den Fonds, ich lache mich tot, weil bei uns die Trader bessere Jahresergebnisse abliefern als die Profis in der Fondsindustrie in der Bundesrepublik Deutschland, Schweiz, egal wo. Ja? Lächerlich, in diesem Jahr kein Plus gemacht. Lächerlich. Es ist lächerlich, kein Geld zu verdienen in so volatilen Märkten. Das ist eine Frechheit. Es ist eine Frechheit. Dann bist du einfach nicht gut. Jetzt darf man natürlich, ich darf jetzt nicht so rüberkommen, als wenn ich öffentlich die Fondsmanager in die Krütze schlage. Viele wissen ja nicht, was ein Fonds machen darf. Also wenn du in einen Aktienfonds investierst, der den DAX 30 abbildet, dann muss der DAX 30 Unternehmen long sein. Wenn der DAX 30 im Minus ist und der Benchmark-Tracking macht, dann wird der Fonds im Minus sein. Dann weißt du einfach als Retail-Trader nicht, in was du investierst. Ja? Das ist eine ganz andere Geschichte. Wenn du aber selber tradest, independent, ja, oder bei einem Hedgefonds bist, dann ist es eine Frechheit, wenn du dieses Jahr kein Geld verdient hast. Dann weiß ich nicht, was der Markt dir noch schenken soll. Das war die geilste Volatilität. Wir sind seit 9 Jahren nur auf Portfolios rumgesessen. Super ätzend, super langweilige Märkte. Und jetzt können wir endlich Geld verdienen. Jetzt verdienen wir uns doof. Dumm und dusselig. Und ich gehe erstmal Ski laufen. Also, was glaubst du wirklich über Geld? Nimm dir diesen Satz mit, wenn du möchtest. Geld ist Energie. Es ist Energie. Mach da nicht so ein Hyopai draus, das ist natürlich leicht gesagt, bla bla bla. Es ist wirklich eine Einstellungssache. Es kommt von as within, so without. Versuch dir mal deine Einstellung klar und bewusst zu machen, was denkst du wirklich über Geld und versuch daran zu arbeiten. Ist nicht so schwer. Der Erkenntnisgewinn ist schon 70-80% der Lösung und danach mach die Bedingungen klar, egal was du dir... Ich empfehle dir, mach etwas, was du... Mach es nicht des Geldes wegen, ja? Wie viele Betrüger im Internet, die erzählen, ich erzähle dir, wie man tradet, ja? Die machen das, um über dieses vermeintliche Erzählen Geld zu verdienen. Ja? Die haben aber keine Ahnung, wenn ich die frage, okay, wie Thorsten, ja, Thorsten auch so geil, Thorsten erklärt,
Den Wichs, ich habe mich kaputt gelacht und dann realisiert, völlig richtig, was er macht. Jeder quatscht über einen Wichs, keiner weiß eigentlich, wie du den ausrechnest. Und super Kommentare, er hatte nämlich tatsächlich einen Rechenfehler drin. Wissen wir aber, danke, kann er ändern, muss er nicht. Super, dass ihr es gesehen habt. Frag doch mal deinen Fondsmanager, wo wir im Wirtschaftszyklus sind. Frag doch mal den Fondsmanager, was eigentlich der ausschlaggebende Grund ist, warum wir jetzt überhaupt in den aktiven Märkten wie den Aktien abgerauscht sind. Ja? Frag doch mal, welche zwei, maximal drei Themen der Markt gerade spielt. Und dann überleg dir, ob du wirklich mit solchen Leuten dein Geld investiert haben willst. Oder noch besser, reine Quantenmodelle. Super. Hast du ja vorgestern Nacht gesehen, was mit Liquidität passiert, wenn die Modelle sich gegenseitig triggern. Ich rede hier von dem Flash Crash in Yen. Ausgelöst übrigens durch Extrempositionierung von japanischen Retail-Investoren, die, nachdem sich Erdogan ein bisschen beruhigt hatte, ihre Positionen in Long türkischer Lira, Short Yen wieder um 50% erhöht hatten. Das hat dann während des Holidays, also während des Bankfeiertages in Japan, über Nacht in nervösen Märkten, wenn Apple eine Gewinnwarnung rausbringt und Apple sowieso schon 30% vom High runter ist und dann nochmal aufgrund der Gewinnwarnung 7% nachbörslich, wo es wenig Liquidität gibt, abrauscht, dann in diesen nervösen Märkten kommt es dazu, dass sich die Algos gegenseitig ausstauben. Wir saßen davor, haben den Yen Future gehandelt, haben die Gegenbewegung genommen. Das kann man lernen. Sehr einfach. Dann sitzt du da und drückst auf den Knopf und verdienst Geld. Pervers, ich weiß. Zero Mehrwert für die Gesellschaft. Zero. Sage ich auch ganz oft, dieser Beruf aus Zahlen mehr Zahlen zu machen, bringt keinen Mehrwert. Das ist übrigens einer der Gründe, warum ich die Firma gegründet habe, weil ich verrückt geworden bin, dass ich nach meiner Midlife-Crisis zero Mehrwert in die Gesellschaft gebracht habe. Null. Jetzt mache ich eine Sache, es gibt eine Handvoll Menschen, die interessiert das, die lieben die Märkte so wie wir auch, mit denen arbeiten wir zusammen super. Deren Familien haben andere finanzielle Zukünfte. Punkt. Punkt. Die haben eine andere Zukunft und deren Kinder sowieso. Weil, und das ist das Verrückte, Geld ist Energie, du darfst halt in unserer Gesellschaft zusehen, dass du von der Energie genug hast. So, Ende aus Feierabend, viel zu viel geredet, sollte ein Psychologie-Seminar sein. Oder ne, nicht Seminar, ein Beitrag über Psychologie. Mach das mit dem Geldschein bitte, schreib dir das auf mit den Übungen, geh mal in dich und versuch deinen Kontext zu erwischen. Komm dir selber auf die Schliche, wie mein Coach immer sagt. Und wenn du dich wirklich fragst, was du willst, mein letzter Tipp an dich, schau dir, wer du jetzt bist und was du jetzt hast und wo du jetzt im Leben stehst. Hör auf, dem Geschichtenerzähler zuzuhören, was du morgen machst und wenn dann Gleichungen, wenn ich das mache, dann das. Alles Bullshit. Bullshit. Es gibt kein Wenn dann. Du lebst erfüllte Partnerschaft jetzt. Du lebst es vor. Du lebst Reichtum jetzt. Du lebst es vor. Ja? Du lebst Erfolg jetzt. Du lebst es vor. Du lebst Gesundheit jetzt. Du fängst dich am 1.1. an mit Rauchen aufhören. Du hörst jetzt auf. Du hörst jetzt auf, Scheiße zu essen. Du trinkst jetzt mehr Wasser. Du machst jetzt mehr Sport. The time is now. Jetzt ist die Zeit und nicht irgendwann im Pipapo-Land. Ja? Dein Leben kann morgen vorbei sein. An Weihnachten, an Silvester hat mich um 18.13 Uhr jemand umgefahren. Hätte super scheiße aussehen können für mich. Übrigens noch ein Grund für meine Trader, noch ein bisschen schneller zu lernen, weil ich mal wieder gesehen habe, oh, ich kann ja auch weg sein. Unfall. Gott sei Dank nichts passiert, habe ich hinterher realisiert, gar nichts passiert, nur materieller Schaden. Auch geil, neue Karre, direkt mal reingefahren worden, super, aber ich hätte platt sein können. Also das sage ich leider auch oft und das ist mein Glaubenssatz und der ist nicht unbedingt positiv, ich nutze ihn nur positiv, um meinen Arsch zu bewegen, ist, dein Leben kann innerhalb von einer Sekunde anders sein. Mein bester Freund ist zum Arzt gegangen, hat dort eine Krebsdiagnose bekommen. Gott sei Dank alles wieder gut. Ja, nach vielen Jahren, völlig veränderter Mensch, 10.000 Mal positiver als ever before, großartig, love you, du weißt, wer du bist. Aber es ist spannend, auch ich ja durch Krankheit wieder menschlicher geworden. Und dann fangen wir an zu überlegen, was können wir machen für andere. Denn am Ende des Tages ist es nicht das Geld, das ist Spaß, das macht es Energie. Aber am Ende des Tages können wir uns nur als Mensch erfahren durch die Spiegelung von anderen Menschen. Das ist mir so wertvoll, in Kontakt zu treten mit meinen Tradern. Das macht mir so viel Freude, die groß zu machen, stark zu machen, in der Persönlichkeit mit Reifen zu sehen und dann eben auch in ihrem Fachwissen richtig Firmen zu machen. Und ich kann nochmal an die Industrie sagen, unsere Trader sind
tausendmal besser als die Mehrheit, die auf der institutionellen Seite sitzen. Weil auf der Insti-Seite hast du nur solche Leute sitzen. Bam, bam, bam. Nadine, wenn du kommst, we're gonna make your fund huge. Großartig wird das, weil du wirst deine Entries und Exits so perfektionieren, du wirst sagen, unglaublich, schnall dich an. Es wird deine Fond-Performance sowas durch die Decke schießen, weil jetzt lernst du das holistische Bild. In diesem Sinne. Achso, wir haben noch einen Platz für Januar. Es sind 3 Wochen, ich bin jetzt 1 Woche weg. Melde dich an, wenn du Bock hast. Ein Platz ist noch dabei. Und dann komm im Januar und lerne mit uns Makro Forex and start making some money. In diesem Sinne. Ganz, ganz lieben Gruß an meine Trader. Es wird ein großartiges Jahr. Trust me, I'm in front, let's go. Und ganz, ganz vielen Dank an euch YouTuber. Ich finde es super, dass ihr stundenlang Thorsten und mein Zeug schaut. Ihr seid die Besten. Kommentare, super. Ich freue mich, euch irgendwie kennenzulernen, wenn uns unsere Wege einmal kreuzen in der Zukunft. Ich hoffe, der eine oder andere macht diese Übungen, die ich vorgestellt habe, weil sie werden dich in deinem Kontext, den kannst du auflösen und durch den neuen Kontext ersetzen, tatsächlich langfristig weiterbringen. Und es geht nicht um Hauruck-Aktionen, ja? Du bist so, und wenn du 5 oder 10% in deinem Denken jetzt veränderst und das 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 Jahre, dann weißt du, wo du in 20 Jahren bist. Ja? So bist du, ne? Wie hat Einstein gesagt, immer wieder das Gleiche tun und dann aber ein anderes Ergebnis zu erhoffen, ist Wahnsinn, die Definition davon. Also versuch 5 oder 10% zu verändern und du kommst am Ende deines Lebens oder in den nächsten Jahren ganz woanders raus. Mir wichtig, gebt Erkenntnisse mit an eure Kinder. Das ist unsere Zukunft. Die machen es besser, hoffentlich noch anders als wir im Sinne von bewusster. Ich will gar nicht besser oder schlechter sagen, weil wir machen auch einen super Job mit dem, was wir machen. Wüssten wir es besser, würden wir es ja besser machen. Also in dem Sinne, ich trinke meinen Kaffee jetzt zu Ende. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Shi Hai. Danke an meine Coaches und Mentoren. Danke an meine Trader und danke vor allem an euch fürs Zusehen. Bis dann, macht's gut, bye bye.